Vielen lieben Dank, Jaromi. Auch an dich, Dankeschön, Melody. Was ist noch gemacht? Kappmeister, Dankeschön. Ach ja. Und auch an Laufphasen, Dankeschön. So, guten Morgen, Alter, vielen Dank, Leute. Was heißt das so? Guten Morgen. Muss duschen und arbeiten, aber habe einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch, Melody. Schönen Abend dir noch. Oder schönen Tag dir noch. Das sieht man sich heute Abend mal irgendwann. Servus, Hanna. Servus, Hall. Alles klar mit dir? Ungefähr 20, 30 Minuten aufgestanden, erstmal Fettwäsche gemacht und das in den Ofen geschoben. Das muss ich dann gleich gucken, dass mein Essen fertig ist, weil ich aber spachteln kann. Da muss ich heute den ganzen Tag rennen, arbeiten. Oh Mann. Servus, also ich habe noch eine Latte Kaffee, ja? Nicht, dass ihr jetzt andere Sachen an. Alles gut bei dir, nee, alles gut bei mir, aber dein Stream laggt an mir nicht. Ja, das habe ich gleich im Griff. Alexa, stopp. Alexa, stopp. Anders. Machen wir es eben so. So, hallo Rainer, servus. Sieben Minuten, na knapp acht Minuten noch. Heute Abend Halloween, Absturz, aber es Absturz direkt ins. Heute Abend Halloween Absturz direkt ins Koma. Was? Bitte sauf dich nicht ins Koma. Plantinum, Dankeschön. Grissy Boom, Dankeschön. Jetzt ist es besser. Ja, das denke ich mir, weil es ist irgendwie. Das Ecosystem braucht irgendwie so viel Internet, wenn es die Kamera anzeigt. Jetzt habe ich die Kamera auf meinem Bildschirm, also auf meinem Tablet. Dinosaurier sind bereit für den Kampf. Ah ja, gut zu wissen. Flo, Alter, jetzt haut er 1000 raus, du Wahnsinniger. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Alter, Flo geht ab. Dankeschön. 1215 Button, ey, Wahnsinn. Vielen Dank. So, moin Apfel. Danke, Hall. Darf ich dein Juno Assistenz für heute Abend werden? Da fällt mir was ein, stimmt, heute Abend ist ja Ding. Ich weiß gar nicht, wann ich heute noch streame und wie, was meinst du mit Assistent? Meinst du Mod oder was? Ich denke, das wird nicht viel nötig sein, weil wir werden vermutlich wieder in erster Linie im Ding-Modus spielen. Spielen, streamen. Im Sub-Modus. Also nur im Supporter-Modus, das heißt nur Supporter können schreiben. Ich finde es immer schön, wenn mir mein Handy mitteilt, dass du live bist.
Okay. Ja, also wie gesagt, ich habe heute Abend gibt es ja keinen Halloween-Stream. Ne? Zumindest ist es nicht geplant. Ich meine, heute ist Halloween, klar, aber ich habe den Halloween-Stream am Samstag gemacht oder versucht am Samstag zu machen. Und ich hatte nicht vor, heute Abend irgendwie für Halloween zu streamen. Ich hatte eigentlich vor, wir machen einen ganz normalen Stream mit Musik und so. Fällt mir auf, wir haben gar keine Musik an gerade. Also ich habe mir da nichts Besonderes jetzt überlegt gehabt oder so. Wir lassen auch mal die Musik jetzt heute erstmal weg. Wo ist mein Zucker? Wir lassen die Musik jetzt im Stream auch erstmal weg für heute. Für den jetzigen Stream zumindest. Weil ehrlich gesagt, ich bin erst aufgestanden und ich liebe zwar Musik zum Aufwachen. Aber da ich den Stream hier wieder auf YouTube übertrage, beziehungsweise auf YouTube wieder veröffentliche, möchte ich jetzt erstmal keine Musik spielen heute. Ah, oh Mann, was geht denn hier schon wieder ab? Damit. So. Ja, was habt denn ihr heute alles noch so vor? Habt ihr irgendwas Besonderes geplant oder irgendwie, weil heute ist ja, also wie gesagt, heute ist ja Halloween. Habt ihr da irgendwas Besonderes vor oder so? Da muss ich nochmal ein Frühstück holen. Kannst du schon. Was? Achso, kenne ich schon mein Merch. Ich bin ein Idiot. Oben geht's zu meinem Merch. Bisschen shoppen gehen nachher. Okay. Dein Stream gucken. Mein Stream gucken ist doch keine Tagesaufgabe. Halloween Party mit. Was? Mit den Kids. Ah, das ist eine coole Idee. Halloween Partys mit den Kids, das ist immer eine geile Idee. Wir hatten sowas, wie ich klein war, nicht. Sowas gab es bei uns nicht. Bei mir hat Halloween früher so ausgesehen, dass ich abends ein bisschen was zum Naschen von meiner Oma gekriegt habe und so. Dann bin ich nach oben gegangen in mein Zimmer, habe meinen Fernseher angemacht und habe die Halloween-Zeichentricks angeschaut, die dann bis um, ich glaube, 1 Uhr oder so gekommen sind oder bis um 12 Uhr nachts. Ansonsten habe ich da nicht viel gemacht. Bisschen shoppen gehen nachher hatten wir schon. Nö, ist für mich ein ganz normaler Tag. Boah, ist nicht für jeden ein Feiertag und ist nicht für jeden ein besonderer Tag. Für mich, ich fand Halloween schon immer auch als Kind geil, aber irgendwie, ach, ich weiß nicht. So, wir machen das immer mit, machen es immer mit Schnitzeljagd und so weiter. Die Kids lieben es. Das wundert mich gar nicht. Als Kind habe ich sowas auch gemocht. Wobei ich auch als Kind schon ein bisschen zurückhaltender war und auch weniger mit anderen Kindern. Ich weiß auch, ich bin eigentlich ein ganz merkwürdiger Mensch. Auf der einen Seite bin ich ein Mensch, ich liebe Gesellschaft. Ich kann nicht lange alleine sein, ich mag es nicht alleine zu sein. Und auf der anderen Seite habe ich Angst vor Gesellschaft. Das ist ein ganz merkwürdiger Konflikt in mir. Weiß ich bis heute nicht, was das ist. Wobei ich sagen muss, dass mich das früher an Sachen, also früher hat mich so diese Abscheu, was heißt Abscheu nicht, das ist das falsche Wort. Früher hat mich diese Angst vor Gesellschaft mit anderen Kindern, vor allem mit anderen in meinem Alter, hat mich abgeschreckt, wie ich ein Kind war. Mittlerweile schreckt es mich zwar immer noch ab, aber ich bin mittlerweile, lass mich nicht mehr dadurch aufhalten. Also ich gehe deswegen trotzdem auf andere zu oder so. Aber das habe ich unter anderem auch YouTube und auch meinen vielen verschiedenen Arbeiten früher zu verdanken, also meinen vielen verschiedenen Jobs. Ich habe irgendwann gelernt, auf Menschen zuzugehen, auch wenn es mir nicht gefällt oder wenn ich Angst davor habe oder sonst was. Ich bin ein ganz merkwürdiger Mensch. Introvertiert trifft es ganz gut. Introvertiert, ernsthaft? Wenn ich sowohl Angst als auch Freude daran habe, mich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, ist introvertiert? Das habe ich eigentlich noch nicht so in dem Zusammenhang gehört.
Ach ja. Schminkst du dich für heute Abend? Nee, ich schmink mich für heute Abend nicht. Zumindest würde ich das jetzt im Moment so sagen. Vielleicht mache ich irgendwie so eine kleine Platzwunde auf die Seite oder so. Was trinkst du da? Ich trinke einen ganz normalen Latte Macchiato. Ich muss mal kurz los und meine Alexa, stopp. Ich muss mal kurz los und mein Essen holen. Ich bin gleich wieder da. Eben nicht. Also, braucht leider noch ein bisschen. Flo, warum machst du dich jetzt für mich lustig? An guten. Ja, die sind jetzt noch ein paar Minuten im Ofen. Marlon, ist schön für 50 Barren. Ach, Leute. Ey, was ist halt so verschleimt? Das ist total ekelhaft, ey. Was habt denn ihr als Kinder mit Halloween gemacht? Was habt denn ihr an Halloween gerne als Kinder gemacht? Hast du mitbekommen, dass heute das Bergfest stattfindet? Sagt dir das was? Bergfest? Bergfest sagt mir nichts. Ich kenne nur die Bergkirchweih, aber die war doch schon lange, oder nicht? Die ist doch schon lange wieder rum. Bergfest? Nee, ich kenne nur die Bergkirchweih. Fand's immer geile, wie viele auf Fränkisch manche. Was? Find's immer geil, wie viele auf Fränkisch machen wollen und es nicht können. Ja, mei. Fränkisch kann's eben nur der, der es gelernt hat als Kind. Bergfest, Berber. Nee, sagt mir überhaupt nichts. Frale. Jawohl. Bianca scheint auch aus Franken zu kommen. Wobei ich Frale selber immer gar nicht sage. Michaelus Knot. Dankeschön für die 50 Likes. Vielen Dank für deine Unterstützung. Sau cool. Voll krass. Fürth. Ah, okay, das erklärt natürlich einiges. Wobei ich quasi ums Eck, ja, so gesehen, sind zwar ein paar Ecken mehr, aber nicht so viele Ecken wie bei manch anderen. Ach ja. Nee, also, was habe ich jetzt sagen wollen? Habe ich den Faden wieder verloren? Fürth, da habe ich in Fürth habe ich eigentlich ein paar Menschen kennengelernt, die ich nicht ganz so geil finde. Wobei ich natürlich nicht alle über einen Kamm scheren will. Aber in Fürth war damals auch meine Lieblingsdisco. Also von daher. So, das Schwabenland ist viel cooler. What?
Glaubst du nicht, dass du glaubst doch nicht, dass irgendein Land cooler ist als Franken, Alter? Nix da. Franken, Alter. Franken an die Macht. Franken ist das geilste Land, das gibt's. Ist der geilste Staat, ist der geilste Planet, den es gibt, Alter. Franken ist schon so cool, ist schon ein Planet, Mann. Wie heißt die Disco? Die Disco gibt es nicht mehr. Asgard hat es geheißen. Die gibt es nicht mehr. Da war ich früher viel. Bin da viel rumgehangen früher. Ich war sogar so dicke mit dem Besitzer vom Asgard, dass wir da viel zusammen gemacht haben und alles. Bin da auch oft umsonst reingekommen oder hab da mal ausgeholfen und alles. Kenne ich nicht. Ja, das ist mir klar gewesen. Wie gesagt, das Asgard, das gab es nur ungefähr 1,5 Jahre. Das ist schon. Und das ist schon wiederum 7 Jahre her oder 6 Jahre. Also es gibt es schon lange nicht mehr. Hast du eigentlich was davon? Hast du eigentlich was davon, wenn ich so Sticker poste? Ich glaube, das gibt mir Coins. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Die Likes, wenn du postest, wenn du die 10er Sticker Likes postest, habe ich auf jeden Fall was davon, weil dann geht nämlich hier der Like-Button hoch. Und die anderen Sticker sehen halt schön aus, ne? Ich bitte euch halt immer nur darum, nicht zu sehr zu spammen mit den Dingern. Nee, das Asgard war eine geile Zeit. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da alles. Ich hab doch gestern mal von der Band Debauchery geredet, oder vorgestern. Und die Band habe ich da im Asgard Live gesehen und habe auch für die Koffer geschleppt. Und zumindest so ein bisschen. Und Moment. Debauchery und Heidefolk auch. Bei Heidefolk war es genau dasselbe. Und dann gab es noch eine Coverband von den Onkels. Die haben sich, glaube ich, Könige der Nacht oder Könige des Tages oder so genannt. Und die habe ich da auch live gesehen, beziehungsweise auch mit denen gequatscht. Da war der Sänger von denen, war öfter mal auch so im Asgard. Und ich glaube. Und den Sille habe ich da auch kennengelernt. Also den Schlagzeuger von. Den Schlagzeuger von Varg. Ja, und das war's eigentlich ziemlich. Aber es war eine coole Disco. Das Asgard war geil, aber es gibt's leider nicht mehr. Wenn ich irgendwann mal, vielleicht irgendwann mal, wenn ich Millionär bin oder was, dann mache ich das Asgard wieder auf und dann geht's mal richtig ab da. Ist eine richtig schöne kleine Disco gewesen. So, Hall, Dankeschön für 100 Barren. Vielen Dank für deine Unterstützung. Saugeil. Ist der Ofen überhaupt an, Alter? Irgendwie wird es hier kälter anstatt wärmer. Ja, nee, es war cool eigentlich da. Einmal war ganz geil. Ich bin auf dem Heimweg, also ich fahre aus der Disco nach Hause. Drache plaudert aus dem Nähkästchen, oh Gott. Ich bin auf dem Weg nach Hause von der Disco. Und dann bin ich habe dann, wenn man da hingefahren ist, dann gab es da so eine Kreuzung. Da war ein Autohaus und daneben war direkt die Disco. Und ich habe dann immer an der Kreuzung, auf der anderen Seite von der Kreuzung, so an der Straßenseite habe ich geparkt. Da gab es Parkplätze. Ich pack da also, steig aus, geh rein in die Disco, komm raus, setz mich ins Auto und fahr dann so die Kreuzung nicht geradeaus oder links, sondern ich fahre quasi wieder an der Disco vorbei. Und dann muss ich da, ich weiß gar nicht, so einen halben Kilometer oder was muss ich geradeaus. Und auf einmal läuft mir eine Frau vors Auto. Und ich denke mir so, was geht denn jetzt, Alter? Gebremst. Also die hat weit genug Abstand gehabt. Die ist mir nicht irgendwie vors Auto gelaufen und hat sich überfahren lassen, sondern die hat halt mich anhalten wollen. Also, halte ich an, frage, was los ist, frecht sie mich, ob ich ihr Geld wechseln kann. Was? Okay, Geld rausgeholt, geschaut. Na, leider nicht genug Geld gehabt, die wollte Kippen kaufen. Hat sie gemeint, das sind zwei Straßen weiter oder was? Das sind zwei Straßen weiter, ab Tankstelle oder irgendwas? Und diese Tankstelle hat noch Kippen, die hat noch offen. Also habe ich die schnell zur Tankstelle gefahren und wieder zurück.
Ja, und das war es im Prinzip eigentlich schon mit der Story. War eigentlich eine ganz, ganz schöne Frau, eigentlich so gesehen. Aber ja, die haben uns dann noch ein bisschen über das Asgard und so unterhalten, also über die Disco und ein bisschen rumgelabert und alles. Und das war es dann aber auch eigentlich schon. Viel mehr ist dann passiert. Leider. Obwohl ich immer noch glaube, dass da vielleicht hätte mehr gehen können in dem Moment. Die war da irgendwie ganz. Na gut, ich war 19 und jung und so. Und scharf wie der Teufel. Nee, also ich weiß nicht, ob da wirklich was gegangen wäre, wenn ich mich da ein bisschen mehr ins Zeug gelegt hätte, aber ich bin halt immer zurückhaltend schon gewesen. So, wünsche dir einen schönen Tag. Alles klar, schönen Tag dir auch. Jedenfalls war es eigentlich ganz cooler, die Zeit. Wenn du wieder aufmachst, komme ich vorbei. Wenn ich die Disco wieder aufmachen würde, Alter, ich glaube, ich hätte mehr Besucher, als es mir lieb wäre. Und mehr als in die Disco passen. So, hast du eigentlich was davon, wenn ich. So ist das Post, hatten wir schon. Genau. Jedenfalls, Crazy, was? Crazy, Dankeschön, Crazy Truck, Dankeschön. Nee, Tuk. Crazy Tuk. Jedenfalls, vielen lieben Dank. Ja, es war eigentlich ganz geil damals. Im Asgard, da habe ich viel, da habe ich viel gelernt, da habe ich auch sehr viel Selbstbewusstsein bekommen in der Disco, weil da gab es ein paar Mädels auch, die hinter der Bar gearbeitet haben. Mit der einen oder anderen habe ich mich da auch super verstanden, mit Glocke zum Beispiel, also das war ihr Spitzname natürlich, und mit ein paar anderen. Es war echt cool da, es hat echt Spaß gemacht, da hinzugehen und mit den Leuten zu reden, habe da auch ein paar Menschen kennengelernt. Und habe da auch gelernt, auf andere Leute zuzugehen. Das war auch ein bisschen so für mich, so dieses Selbstbewusstsein. So, auf jeden. Das wäre auf jeden Fall richtig cool da. Also, ich weiß nicht, ich finde es schade, dass es draufgegangen ist. Und auch wenn ich den Besitzer vom Asgard, also den ehemaligen Besitzer vom Asgard mag, muss ich dazu sagen, dass er pleite gegangen ist. Wundert mich eigentlich nicht. Da haben wir auch oft mal drüber geredet, also auch untereinander, unter den Besuchern. Das Problem war oft, dass er ziemlich viel Blödsinn gelabert hat. Also, er hat irgendwie mit dem Künstler, wo ich das gesagt habe, er hat irgendwie mit dem Künstler von der Coverband geredet. Von Bösen Onkels, diese Coverband. Und meinte halt irgendwas, und hat halt irgendwie die eingeladen für ein neues Event oder so. Und er meinte aber, und ich habe dann aber später mal mit dem Sänger von der Band gesprochen, der auch da zufällig zu Besuch war an dem Tag. Und dann hat er auch gemeint, dass es das eigentlich völlig scheiße Gelaber war, weil die überhaupt noch nicht zugesagt haben, weil die überhaupt nicht wissen, ob die zusagen können. Und er hat da generell viel Blödsinn gelabert und viel Blödsinn gemacht. Da hat er viel gesagt, dass irgendwas geplant ist und dann war es nicht geplant oder wurde es dann doch letzter Sekunde abgesagt und all so ein Zeug. Im Prinzip ein bisschen wie ich auf YouTube. Aber ja, es ist so im Prinzip, es war eine coole Disco und der Typ ist echt geil. Man konnte mit ihm echt gut feiern und gut was machen und alles. Aber es war vielleicht fast ein bisschen das Problem. Er hat sich irgendwie mehr, er war immer irgendwie mehr ein bisschen selber ein Besucher, der hat ein bisschen Musik auflegt. Es war eher ein bisschen. Das Asgard war sehr familiär. Es war mehr, als würde man auf eine Party gehen. Beim Kumpel im Haus, als wirklich in die Disco. Es war cool. Es hat Spaß gemacht. Aber es ist halt auf Dauer einfach nicht praktikabel gewesen. Es ist sehr schade. Es hat auch sehr wenige Besucher gehabt, außer an Events selber. Ja, an Events war es natürlich richtig geil. Da war richtig Party. Aber wenn da keine Events waren, hast du es eigentlich vergessen können. Da waren 20 Leute vielleicht am Abend da. Und zwar wirklich von Beginn zu Ende hin. Also waren im Ganzen. Und es waren nie mehr als 5 Leute oder was im gleichen Raum eigentlich. Das war schade. Äußerst schade. Mambo Boss, Dankeschön. Lag ein bisschen an der Führung, aber ich glaube, ich würde es auch nicht besser hinkriegen. Mal abgesehen davon. Interessiert doch. Was interessierst du dich eigentlich für Psychologie? Ich finde Crazy Tag, Crazy Duke, Dankeschön. Das Abonnieren, willkommen bei den Drachis. Interessierst du dich eigentlich für Psychologie? Ich finde es total spannend, würde es am liebsten studieren.
Ich interessiere mich doch auch für Psychologie. Das habe ich auch in meinen Videos und meinen Streams hier oft gesagt, dass ich mich damit sehr gerne auseinandersetze. Aber zum Studieren reicht es bei mir bei weitem nicht. Wäre aber eigentlich ganz cool, das mal so zu machen. So, B4S7i, Dankeschön. Alter, haut da 2400 Likes aus. Dankeschön für die 800 Likes. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Und nochmal 400. Vielen Dank. So, das macht die Disco doch erst sympathisch. Das ja, aber es macht halt leider auch das Problem, dass die Disco sich nicht halten kann. Alter, was? Vielen Dank für deine Unterstützung. Übertreib es bitte nicht so. Heftig. Wahnsinnig. Alter, was? Vielen Dank. Übertreib es aber bitte wirklich nicht so. Dankeschön. Ja, also es macht die Disco macht es klar sympathisch, freilich. Aber es ist. Was zum. Ach, das ist immer noch der gleiche. Also es ist richtig cool da gewesen. Es hat echt Spaß gemacht. Aber es ist halt einfach. Es hat halt auf Dauer einfach keinen Sinn gemacht, weil auf die Art und Weise konnte er kein Geld verdienen. Ich zum Beispiel bin jedes fünfte Mal oder was umsonst reingekommen. Und er hat halt nicht genug, oder er hat nicht die gute Werbung dafür gemacht, die er hätte machen müssen. Weil das Asgard war damals besser als die Rofa, also die Rockfabrik. Dankeschön für die ganzen Likes und Barren, Leute. Ist halt wahnsinnig. Hammer, haut auch noch raus, Alter, du Verrückter. Vielen lieben Dank. Das Asgard war damals besser von der Musik her und vom Stil her wie die Rofa, also die Rockfabrik. Aber es ist einfach nicht genug Werbung dafür gemacht worden. Und es gab in Nürnberg halt bereits drei, oder in Fürth Nürnberg gab es bereits drei oder vier Discos, die in diesem Bereich gearbeitet haben und halt auch schon länger gearbeitet haben. Und um mit diesen mitzuhalten, hätte er eigentlich ein bisschen mehr machen müssen, um das wirklich zu schaffen. So, muss dein Frühstück nicht aus dem Ofen? Ja, das könnte ich gleich mal holen. So, Drache. Ja, Drache, das ist mein Name. Ha, Alter, ihr Wahnsinnigen! Dankeschön, Leute, übertreibt es bitte nicht so. Heftig. So, bist du. Was? Bist du die letzten. Bist letzten. Was? Bist du die letzten super drauf? Du meinst die letzten Tage wahrscheinlich. Das freut mich sehr. Cool. Es freut mich, wenn es dich freut. Ich schau mal nach meinem Essen. Ich bin sofort wieder da. Danke für die Erinnerung, Apfel. Danke, B4. Alter. Ich habe mich an der Blitze verbrannt. Was? Dankeschön. Danke, Hammer. Ey, ihr seid Wahnsinn, Alter. Danke. Übertreibt es nicht immer so. Wobei ich im Moment das Ganze gebrauchen könnte. Ne? So. Ah, guten. Rache. Alles klar, danke schön. Ach, das ist ein Anime-Mädchen.
was du da als Bild hast. Ich habe immer gedacht, das ist ein alter Mann, der so in die eine Richtung schaut mit so einem Bart. Also so ein kleines schaut das so aus. Danke, Herr Anti. Und ja, ist es. Ja, lass es dir schmecken. Danke. Aber ich glaube, ich lasse es erstmal ein paar Sekunden abkühlen. Ach, das ist der Block. Ich dachte gerade, was ist denn das? Das ist so weiß. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was wir jetzt kurz noch machen sollen. Mir beim Essen zuschauen ist bestimmt langweilig. Ja, auf jeden Fall, wo war ich denn eigentlich stehen geblieben? Ja, also wie gesagt, die Disco war halt geil, aber war halt nicht mehr. Ne? Ach man. Wie gesagt, da hätte eigentlich mehr gehen müssen und gehen können, aber es war halt alles, hat halt alles nicht so sein sollen, wie es war. Wisst ihr, was mich an meinem Ofen ein bisschen stört? Die Brezen, die vorne sind, oder auch die Salzstangen, die Laugenstangen, die vorne sind, die sind weniger durch oder weniger fertig als die Sachen, die hinten sind. Das nervt mich ein bisschen, weil eigentlich habe ich nicht Hitze von hinten oder von oben oder nicht Hitze von hinten oder von vorne, sondern von oben und unten. Also eigentlich sollten die gleichmäßig gebacken werden, aber irgendwie will das nicht so, wie ich will. Vielleicht ist vorne ein Heizstab oder so kaputt. Ach ja. Das Problem habe ich auch immer. Also liegt es vielleicht doch nicht an meinem Ofen. Am besten Ober-Unterhitze anstatt Umluft anmachen. Ich sagte gerade, dass ich Ober-Unterhitze benutze. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nicht einmal was mit Umluft gebacken. Maloch Toni, nee, Tomi, Dankeschön für die 50 Likes. Ist diese Senseo nicht kaputt? Nein, die ist nicht kaputt. Was labert ihr? Woher habt ihr eure billigen Infos, die überhaupt nicht stimmen? Wenn ja irgendwas kaputt ist, dann sage ich euch das und nicht irgendjemand anderes. Die Senseo ist überhaupt nicht kaputt. Weißt du, was ihr mit diesem Blödsinn immer habt? Ich benutze immer Umluft. Echt? Okay. Rein nimmst du auch Gäste. Aktuell nicht. Und ich nehme Gäste eigentlich immer nur dann, wenn ich Lust dazu habe. Und jetzt sage ich das immer selber. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn die Leute nicht nachfragen. Aber wie gesagt, nee, heute auf jeden Fall nicht. Ach Mann. Okay. Sehr schön. Ach ja, ich weiß noch gar nicht. Ich habe heute wieder so viel um die Ohren, ey. Ich muss eigentlich wieder den ganzen Tag bearbeiten und mein Buch und alles. Irgendwie, eigentlich würde ich ganz gerne, jetzt wo es so kalt wird vor allem, ich würde eigentlich ganz gerne mal dahin fahren, wo es wirklich warm ist. Und da mal einfach eine Woche oder was mich an den Strand legen. Oder zumindest mal das Meer überhaupt sehen.
habe ich ja auch noch nie. So, Noxek, Dankeschön für die 50 Likes. Hast du wenigstens eine anständige Heizung bei dir? Nö, ich habe gar keine Heizung. Heizung, was ist das? So, mein Merchandise. Wo wäre dein Lieblingsurlaubsziel? Also wenn es um Wärme geht, ich habe ja mehrere Ziele, die ich eigentlich mal ansteuern möchte, wirklich auch wie Japan und so, oder auch generell Norwegen, Schottland, Irland, vielleicht auch mal England tatsächlich. Was ich tatsächlich gerne sehen würde, und das überrascht mich eigentlich gerade selber, merke ich gerade, was ich gerne mal sehen möchte, wäre in England London. Weil London einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich mag Frankreich und so nicht, ich mag auch Paris, kann ich auch drauf verzichten, aber London würde ich gerne mal sehen. Liegt aber auch vielleicht ein bisschen an dem Charme der Schriftsteller von früher. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Was auf jeden Fall geil wäre, wäre natürlich generell die Malediven, würden mich sehr interessieren. Iwot, Dankeschön. Die Malediven würde mich sehr interessieren. Lass mal überlegen. Die Malediven. Naja, generell die Karibik. Hawaii eigentlich nicht so sehr. Aber generell so ein bisschen die ganzen Südseeinseln halt eigentlich ein bisschen so. Da bin ich so in die Südsee, wo es halt schön warm ist. So, hast du wenigstens eine anständigen Heizung, hatten wir schon, Umzug hatten wir, was, Urlaubsziel hatten wir auch schon. Schweden kann ich dir sehr empfehlen, mega schöne Landschaft. Ja, einer der Gründe, warum ich dahin möchte. Ich möchte auch mal nach Irland und Schottland. Schottland wäre mal richtig geil. Oder auch Irland. Die Reiche der Banshees. Kann ich dir nur recht geben. Achso. Karibik, sagt sie. oder er. Doch sie. Klar, Bianca. Aber auch recht kalt. Ja, wie gesagt, kalt ist es da klar. Aber wie gesagt, ihr habt mich nach Urlaubsziele gefragt und nicht nach. Ihr habt mich nach Urlaubsziele gefragt und nicht danach, ob es warm oder kalt ist. So. Im Sommer ist das ja angenehm. Okay. Ich hätte da eigentlich kein Problem damit, im Herbst dahin zu fahren. Weil ich finde, ich habe halt ein wenig so meine Fantasien, wie das alles so aussehen soll und alles. Und ich hätte halt eigentlich Irland oder so, oder auch Schottland und Norwegen und so, das sollen schon ein bisschen so nebligere Zeiten sein, also schon Frühling oder Herbst, wo es dann auch ein bisschen regnet und regnerisch ist und so. Weil ich fahre da ja nicht hin, um die schöne Sonne zu genießen, sondern um die Landschaft zu genießen, wie ich sie mir vorstelle. Und um zu sehen, ob das, was ich mir vorstelle, auch so halbwegs an die Realität hinkommt. Okay, dann ab nach Schweden. So. Ja, wie gesagt, ich habe so gewisse Vorstellungen, wie das alles aussehen soll und so, und deswegen ist mir das ganz recht eigentlich. Ich muss eigentlich mein Handy. Ohrstecken-Hobbys. So. Kennst du die Band Harpier? Und wenn ja, was hältst du von denen? Die Band Harpier kenne ich jetzt noch nicht. Ich kenne eine Death Metal Band, ich glaube eine Death Metal Band war es. Die heißt Basilisk.
Aber Harpy kenne ich nicht. Glaube ich jedenfalls. Kann sein, dass ich schon mal ein Lied von denen gehört habe und auch schon mal gespielt habe, aber ich glaube jetzt mich nicht zu erinnern. Hallo Drache, Servus Moni. Nee, Mon, Entschuldigung. Moon. Soll ich uns schon nicht aussprechen? So, Chenis, Dankeschön. Im Sommer ist es da teilweise nie dunkel. Naja, klar, das liegt ja am. Das liegt ja an der Sonne, an der Mitternachtssonne. Hall, Dankeschön. Wunderbaren, ihr Wahnsinnigen, Alter, hauen die voll raus hier gerade. Verrückten. So, seit wann hörst du denn. Ha Was? Seit wann hörst du den Hardstyle? Ich höre Hardstyle. Ich höre alles. Wie oft soll ich euch das eigentlich noch. Wie lange, wie viele Jahre müsst ihr mir zuhören mit Musik, damit euch klar wird, dass ich an Musik alles höre, was es gibt? Und mich nicht von irgendwelchen Stilen abbringen lasse, von dem, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Es gibt einzelne Künstler und Bands oder auch einzelne Lieder von Künstlern und Bands, die ich nicht mag. Abgesehen davon gibt es für mich keine wirkliche Grenze an Musik. Wie viele Jahre muss ich noch streamen oder Videos machen, damit ihr das endlich begreift? Streamst du heute Abend? Ich weiß es noch nicht, aber geplant ist es eigentlich schon. Ich weiß nur noch nicht wann und ich weiß noch nicht wie. Und wie gesagt, heute Abend habe ich vielleicht noch Besuch, beziehungsweise heute Abend gehe ich vielleicht noch jemanden besuchen. Deswegen muss ich gucken, wie ich das einplane. Super, so sehe ich das auch mit der Musik. Ja, warum sollte man sich darauf beschränken? Klar, ja, man sieht's. Meine favorisierte Richtung ist natürlich Metal und Rock. Aber das bestimmten Stil höre. Das ist total einschränkend und das ist vor allem wahrscheinlich lachen jetzt vor allem die Hater wieder, wenn ich den folgenden Satz sage, aber für mich wäre es künstlerisch beleidigend und vor allem künstlerisch sehr einschränkend, wenn ich die bestimmten Lieder nur deswegen nicht höre, weil andere Leute sagen, oh, das ist aber nicht der Musikstil, schau, das gefällt sich an. Wenn ich die Musik, so wie ich sie mag und so wie ich sie liebe, in allen Formen und Farben nicht schauen und verfolgen würde, dann könnte ich auf lange Sicht leider, das würde auf lange Sicht nur meine Kreativität einschränken und meine künstlerische Freiheit. Und deswegen mag ich das nicht. Deswegen kann ich auch Bands und Künstler und Musiker und sonst was verstehen, die sagen, sie möchten sich auf keinen Stil von Musik festlegen. Super, so sehe. Was hatten wir schon? Magst du die Thor-Filme von Marvel? Filmtechnisch sind sie gut gemacht. Storytechnisch sind sie gut gemacht. Passen aber halt nicht mit der nordischen Geschichte zusammen. Passen sie nicht. Da gibt es schon kleine Details und auch jetzt große Details seit Ragnarök. Also seit dem Film Ragnarök. Von daher, aber trotzdem. Da hast du recht. Achso, das macht man nicht. Ja, nur wer wirklich sehr Verschiedenes hört, versteht Musik wirklich. Ja, das, so sehe ich das halt auch, ne? Also wie gesagt, ich finde es in verschiedenen Arten und Weisen bescheuert, wenn man sich nur, und ich weiß, dass sich das bescheuert anhört, aber es ist bescheuert, sich nur einen Musikstil sein Leben lang anzuhören oder so. Das ist einfach nicht schön, weil es gibt im Rock und Metal unglaublich schöne Lieder. Auch und ich finde auch die schönsten Balladen der Musikgeschichte gibt es tatsächlich nur im Metal. Aber es gibt auch im Hip-Hop und im Techno und im Elektro gute Lieder und auch schöne Lieder und auch schöne Balladen und alles. Und das ist einfach unglaublich geil. Also für mich gibt es keine Grenzen an Musik. Warum sollte ich mir Grenzen aufzeigen lassen? Das ist generell so eine Sache, die ich noch nie verstanden habe. Warum sollte ich mir Grenzen aufzeigen lassen, nur weil irgendjemand da draußen, den ich noch nicht einmal kenne, sagt, du musst das und das machen, weil du das und das tust oder so und so aussiehst? Das ist doch Schwachsinn.
Ich versuche schon seit Jahren dagegen anzugehen, dass die Leute nicht immer versuchen, nur das zu machen, was andere ihnen sagen oder was andere vormachen. Deswegen kotzt mich das mit den Hatern auch so unfassbar an. Weil die Hater immer irgendwas vorgeben, oh, es muss so und so sein. Und dann gehen andere her, vor allem Jugendliche, die dann keine Ahnung von der ganzen Materie haben und stellen sich dann genau dahin und versuchen dann genauso mitzumachen, nur damit sie dazugehören. Das ist total lächerlich. So, moin Drache, schönen. Was, schöner Reformationstag? Was ist denn was ist denn ein Reformationstag? Ist heute nicht Halloween? Ich liebe 80er. 80er sind geil. 80er sind richtig geil. Es gibt gute Lieder aus den 80ern. Bellmann, wenn du mich jetzt das nochmal fragst und mich damit verarschen willst, weil ich gerade wortwörtlich gesagt habe, was mit meiner Musik los ist, die ich höre, dann fliegst du raus. Verarschen lasse ich mich nämlich nicht. Heute ist beides. Ah ja, okay. Ich weiß gar nicht, was Reformationstag ist. Nie gehört. Verdammt. Heute ist der Reformationstag seit 2017 das erste Mal. Ein gesetzlicher Feiertag, Halloween, wurde nur von den Amis was drüber geschmiert. Was? Heute ist doch kein Feiertag. Und wenn es das erste Mal 2017 ist, Halloween gibt es schon seit, ich weiß gar nicht, im 16. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert. Halloween gibt es schon so ewig lange. Zumindest soweit ich weiß. Auf jeden Fall gibt es länger als 2017. So, ich glaube, Reformationstag kennt man in West-Süddeutschland nicht. Nee, ich habe das noch nie gehört. Bei uns im Franken ist Karfeiertag heute. Sag ich doch, Alter. Bin aus dem Westen und kenne das trotzdem. Also ich kenne es nicht. Und ich brauche es auch nicht kennen, wenn kein Feiertag ist, ist es keiner. Sorry, Drache, dachte nur, Will Rap im Metal sind ja nicht so gut verträglich. Also zunächst mal, als ein letztes Mal für auch dich, damit es auch der Letzte da draußen begreift, ich höre alles. Und mit alles meine ich alles. Deswegen diese Mega-Geste, alles, ja? Eigentlich müsste man es so machen, alles, weil alles da draußen rum, ich liebe alles, ja? An Musik und so. Und außerdem, Rap und Metal hat nichts miteinander zu tun. Hip-Hop ist ein bisschen was anderes als Rap. Und was Metal und Hip-Hop ein bisschen stört, ist die Musikstile. Das ist im Prinzip wie Hund und Katze. Ein Hund wedelt mit dem Schwanz, wenn er was mag, wenn er was schön findet. Also wir sind der Hund, also Metal ist der Hund. Und die Katze, die wedelt mit dem Schwanz, wenn sie irgendwas anpisst und irgendwas verärgert ist. Und dann wedelt sie mit dem Schwanz. Der Hip-Hop ist die Katze. Und deswegen verträgt sich Hund und Katze nicht, weil sie sich nicht verstehen. Das hat aber weniger mit der Musik, sondern mehr mit dem Lebensstil, mit der Körpersprache zu tun. Außerdem, Rap gibt es durchaus auch im Metal. Es gibt den sogenannten New Metal und im New Metal wird auch sehr viel gerappt. Hör dir mal Bullet for My Valentine an, zum Beispiel. Oder Limp Bizkit. Oder, wobei das ist eigentlich eher. Das ist eigentlich schon wieder Crossover. Linkin Park genauso. Das ist eigentlich schon wieder eher Crossover als Metal. Aber es geht auch in diese Richtung. Das ist auch so New Metal, Crossover und so. Das ist genau dasselbe. Ja, das ist eine Mischung aus beiden Stilen. Bei uns in Sachsen ist frei. Schön für dich. Reformationstag ist nur dein blöden Bundesland. Oder? Was? Keine Ahnung. Deswegen kann ich auch heute schon shoppen gehen. Ach so.
Ja, ich höre auch nur alles, was ich höre auch nur auch von allem etwas gerne. Ist immer gut. Am letzten Tag im Oktober wird die Reformation der Kirche gefeiert, die durch Martin Luther, wie auch immer, was? Eingeleitet wurde. Okay. Pff. Diese scheiß Kirchenfeiertage regen mich am meisten auf, ey. Ohne Scheiß. Wenn die Leute feiern, wenn die Leute ihre Kirche machen wollen, dann sollen sie es machen, aber sollen mir damit nicht auf die Nüsse gehen. Mann, ey. Genauso wenig, wie sie meinen Glauben nicht. Mein Glauben interessiert sie doch auch nicht. Es gibt für meinen Glauben auch keine Feiertage. Also warum soll es für den ihren Glauben einen Feiertag geben? Finde ich Schwachsinn. Machst du heute Abend vielleicht noch ein Halloween-Thema-Stream? Wäre ja passend. Ich weiß es nicht. Eigentlich hatte ich es nicht vor. Ich habe heute Abend nicht viel Zeit. Ich würde heute Abend mal eine halbe Stunde irgendwann streamen. Es kann aber schon um 3 soweit sein. Es kann auch erst um 10 soweit sein oder gar nicht. Ich weiß nämlich nicht, was ich heute noch vorhabe. Ich habe, wie gesagt, heute noch ein bisschen Pläne. Und ich weiß nicht, ob ich das heute noch so durchkriege. So, kann ich jetzt endlich die Breze essen? Ist die jetzt endlich kühl genug? Boah, alles ist knusprig. Sagt Bud Spencer zu Terence Hill: Das klingt, als ob du eine Dachrinne frisst. Danke, Crazy. Es mag ja alles sein, Mod, aber ich krieg von Religion Ausschlag. Und zwar deswegen, und zwar nicht deswegen, weil Leute an Gott glauben oder nicht. Ich krieg davon Ausschlag, weil es einfach so unglaublich viele Widersprüche in der Religion gibt. Und ich rede nicht mal nur von christlichem Glauben, sondern von jeglicher Form der Religion. Religion ist eigentlich dafür ursprünglich war Religion dafür gedacht, den Menschen Hoffnung zu geben, den Menschen einen Glauben an etwas zu geben, dass etwas Größeres als sie da ist und auf sie aufpasst und über sie wacht. Und dann gibt es irgendwelche idiotischen Menschen, die diesen Glauben benutzen und die Menschen, die an sowas glauben, benutzen, um Kriege zu führen oder um Menschen zu versklaven oder um Menschen in irgendeiner Art und Weise, in irgendwelchen Formen, in irgendeiner Art und Weise zu diskriminieren, niederzumachen oder umzubringen. Und entschuldige, nein, ich finde nicht, dass man solche Tage auch noch im Jahr feiern sollte, egal welcher Mensch irgendwelchen Tag geprägt hat. Sobald es mit Religion zu tun hat, finde ich, ist es eigentlich unnötig, anderen Menschen das aufzuzwingen. Ich bin normaler, also ich bin ja, ich gehe ja nicht arbeiten, ja, also beziehungsweise ich gehe nicht arbeiten, ich arbeite ja von zu Hause, also ich mache meine Videos, meine Streams so. Und ich mache die auch unabhängig von Feiertagen. Aber wenn ich jetzt arbeiten gehen würde, und das habe ich ja jahrelang gemacht, wenn ich arbeiten gehe, dann würde ich tatsächlich lieber an einem Feiertag arbeiten, wenn er christlich ist, als herzugehen und dann mir da irgendwas Dummes schwatzen zu lassen. Und es ist meine persönliche Meinung und ich bitte euch alle, die auch zu respektieren. Wenn ihr eine andere Meinung habt, das ist ja in Ordnung. Ich persönlich finde es nicht cool, wenn anderen Leuten irgendwas aufgezwungen wird. Ich finde Religion auch nicht gut. Vor allem, wenn dadurch Geld ange was eingenommen eingenommene Menschen manipuliert oder Religion sich in die Politik einmischt. Ja, Politik in der Religion. Religion in der Politik, so rum. Religion in der Politik war ja schon früher ein Riesenproblem, ne? Kreuzzüge. Also,
Oder generell schwarzes Mittelalter. Das war genau das. Das schwarze Mittelalter war genau das. Es war die Einmischung der Religion in den Glauben. Quatsch. Es war die Einmischung der Religion in die Politik. Und die Kirche hat damals unfassbar viel Macht gehabt. Weswegen letzten Endes es tatsächlich dazu gekommen ist, dass Menschen dadurch leiden mussten oder verbrannt wurden oder generell getötet wurden vom lebendigen Leib her. Ne? Hexenjagd und so. Soll ich eben was sagen, das ist das finstere Mittelalter gewesen. Oder das schwarze Mittelalter. So, geht da, was? Geht doch heutzutage, was? Geht doch heutzutage eher keiner mehr in die Kirche. Wenn die Generation unserer Großeltern tot ist, war's das. Ah, daran glaube ich noch nicht. Es gibt genug Jugendliche und jüngere Leute, die noch immer in die Kirche gehen. Eher Christentum und Islam. Es gibt auch andere. Es gab, ach Leute, es gab im Lauf der Geschichte, im Lauf der Menschengeschichte, menschlichen Geschichte, Menschheitsgeschichte, wie auch immer ihr es ausdrücken wollt, es gab so viele Kriege und so viele Religionen. Es gab Religionen, die gibt es heutzutage nicht mehr. Es gibt Religionen, die sind total vergessen. Die werden auch nie wieder auftauchen. Oder werden zumindest für Jahrhunderte nicht mehr auftauchen. Die sind vor Jahrhunderten verschwunden und daran erinnert sich heute niemand mehr. Es gibt auch Religionen, die tatsächlich lange vor und Glaube an Götter, die lange vor den Schriften existiert haben. Also es gab ursprünglich Religionen und Schamanen und so weiter, da gab es keine schriftlichen Aufzeichnungen davon, das war einfach da. So, aber auch Kunst und Religion, wichtige Gemälde der Kunstgeschichte wurden ja nur durch die Kirche finanziert. Ja, das mag sein, aber es gibt auch viele Kunstwerke und Sachen, die von der Kirche vernichtet wurden. Das musst du auch immer dazu sagen, Maloch. Ja, es gab viele Bücher und viele Geheimnisse, die von der Kirche versteckt wurden oder verbrannt wurden oder was auch immer. So, naja, aber wenn die Kinder fast fein findest, was? Aber wenn du, was, wenn du Kinder hast, findest Feiertage immer gut. Hauptsächlich, was? Hauptsache Zeit füreinander. Das ist natürlich eine andere Sicht der ganzen Sache, das stimmt schon. Das glaube ich dir auch. Aber trotzdem. Ein Beispiel, ja? Und das ist jetzt völlig banal, aber ein Beispiel, was mich bei der Kirche am meisten aufgeregt hätte, warum ich im Mittelalter nicht gerne leben würde. Denk mal an Sex. Das ist jetzt wieder so, kommt wieder komplett random und jetzt werden wahrscheinlich einige hier vom Rechner hocken und lachen und was weiß ich. Aber denkt mal an Sex. Damals gab es maximal zwei Möglichkeiten. Entweder die normale Missionarsstellung oder die Reiterstellung. Und die Reiterstellung war damals schon verpönt. Mehr gab es nicht. Mehr durfte nicht praktiziert werden. Wenn andere Sachen praktiziert wurden, war das auch schon wieder ein Verstoß gegen die Kirche und konnte mit Pranger bestraft werden und was weiß ich alles. Oder all das, was ihr heute zu Hause macht, ne? Abends einmal so kurz vorm Fernseher oder so oder vom Rechner irgendwas, ne? Alter, wenn es im Mittelalter jemand mitgekriegt hat, dass ihr irgendwo rumhockt und euch einen von der Palme pfeift, ey, ihr wisst schon, was passiert ist, ne? Man hat euch 6 Wochen lang irgendwo in ein Ding eingesperrt mit Zwangsjacke. Und wenn ihr dann und wenn man dann die Zwangsjacke weg hat, wurde man immer noch ein bisschen aufbewahrt. Und wenn man dann mitgekriegt hatte, dass der wieder anfängt, dann wurde er wieder ein paar Wochen lang mit Zwangsjacke eingesperrt. Und das so lange, bis er das nicht mehr gemacht hat. Also, hä? Ja, Leute, die Kirche ist definitiv gut. Und ich will gar nicht von den ganzen armen Jugendlichen oder Jungen anfangen, die in der Kirche, ne? Wisst ihr, was ich meine? Also, nee, tut mir leid, für die Kirche und für Religion habe ich überhaupt nichts übrig. So, feierst du Weihnachten, weil dann bist du ja automatisch Christ. Nein, bin ich nicht. Ich feier Weihnachten, weil es ein Fest der Familie und der Liebe ist, für mich und meine Familie.
die ich nicht mehr besitze. Ja, ich feiere Weihnachten, aber nicht als Christ, sondern ich feiere Weihnachten, weil es ein schönes Ereignis ist. Und da lasse ich mir auch nicht irgendeinen christlichen Glauben aufzwingen. Das habe ich auch die letzten Jahre immer wieder gesagt. Ich feiere Weihnachten als solches, nicht wegen den ganzen christlichen Scheißdreck, der da drumrum ist. So. Ja, das. Ja, das kritisiere. Ja, ich ja auch. Ja, genau. Die hatte den Monopol. Was? Die hatten das Monopol auf das Wissen. Aber so ist das immer, wenn es um Machtpolitik geht. Das ist richtig. Stichwort Homosexualität. Oh Gott, nein. Damit fangen wir jetzt gar nicht erst an. Wenn wir jetzt mit Homosexualität anfangen, da muss ich mal nachforschen. Gilt als Homosexualität eigentlich auch Lesben? Also Frauen? Das weiß ich nämlich gar nicht. Homosexualität sieht man immer als Sex mit Männern, also Männern untereinander. Aber gilt es auch für Frauen? Das ist der Sammelbegriff dafür. Das müsste ich mal nachrecherchieren. Aber ey, ohne Scheiß, damit fangen wir jetzt nicht an. Wenn wir jetzt mit Homosexualität im Mittelalter oder generell in der Religion anfangen, nein, 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 nein. Auf der einen Seite haben sie den kleinen Jungen diese, nein, nein, damit fangen wir nicht an. Also, nur weil man Weihnachten feiert, ist man kein Christ. Was habe in der Bibel nirgendwo gelesen, dass Jesus am 24. geboren wurde? Pass auf, es gab in der Geschichte, ich interessiere mich, ich bin ja kein Christ, also ich bin eigentlich, bin ich ja evangelisch, aber ich bin ja eigentlich Atheist, also ich mag keine Religion. Und ich praktiziere auch nichts in Richtung Religion, wenn man Weihnachten mal ausnimmt und Ostern und so ein Scheiß. Aber pass auf, es gab in der Geschichte einen Mann namens Jesus, einen Mann, der auch gekreuzigt wurde. Aber dieser Mann, den man als Jesus bezeichnet, der ist nicht, ich wiederhole, nicht an Weihnachten geboren. Der ist irgendwann im Sommer geboren. Das kann man, glaube ich, nachrecherchieren. Der ist irgendwann im Sommer geboren. Und das wurde dann nur auf den Dezember, auf den 24. Dezember gelegt, weil es dann gegen Ende des Jahres am besten gepasst hat. Das ist der einzige Grund dafür. Machst du dir für Weihnachten einen neuen Wishliste für Amazon? Machen wir für Amazon. Nee, wieso soll ich meine neue Wunschliste dafür machen? Aber ich kann ein bisschen was in die Wunschliste eventuell noch reinpacken, aber ich wüsste nicht wofür. Vielleicht ein bisschen, ich könnte vielleicht ein bisschen Schmucksachen reinpacken. So ein bisschen Weihnachtsschmuckzeug. Mal gucken, was ich dann im Stream aufhängen könnte. Logo. Ich meine, Homosexualität ist und die Kirche. Ja, ich weiß, was du mit Homosexualität gemeint hast. Und Stichwort. Also ich habe den Zusammenhang schon verstanden. Aber ich fange damit jetzt nicht an. Weil wenn ich davon anfange, wie alte geile Männer auf kleine Jungs. Nein. Nein. Nochmal. Nein. Ich werde davon jetzt nicht anfangen. Da würde ich mich noch in 200 Jahren drüber aufregen. Oder auch noch in 2000 oder noch in 50.000 Jahren, ey. Ohne Scheiß, wenn ich einen von diesen Pissern erwische, ey, ich prügel den Windel weich. So, und da kann von mir aus Gott mich mit einem Blitzschlag erschlagen, das ist mir egal. Ich nehme die Pisser alle mit. Bist du an atheistisch oder Atheist? Was? Ach so, ob ich Antichrist bin? Ich bin weder Antichrist noch bin ich Christ, ich bin einfach Atheist. Also ich mag keine Religion, Punkt. Und das gilt für jegliche Religion. Das gilt nicht nur für den Christen, fürs Christentum. Das Christentum ist bei uns hierzulande nur am meisten verbreitet. Deswegen habe ich jetzt die meiste Zeit darüber gesprochen. So, der Begriff Homosexualität bedeutet, nein, wir werden darüber nicht reden. Wie oft jetzt noch? Moloch, lass es endlich. Wenn du jetzt das nicht bleiben lässt, dann werde ich jetzt böse. Wie geht es eigentlich mit so. Was? Wie geht das eigentlich so? Wie geht das eigentlich mit so einer Watchlist? Du meinst, wie man das einstellt? Oh nee, tut mir leid, das dauert mir jetzt zu lange, das zu erklären. Außerdem weiß ich selber nicht so genau. Du kannst eine Watchlist erstellen,
auf Amazon und du kannst die öffentlich stellen und dann musst du den Link nehmen und veröffentlichen. Oder halt irgendwo posten. Aber am besten schaust du dir dafür einfach ein paar YouTube-Videos an. Da gibt es auf YouTube mit Sicherheit einen YouTuber, der das gezeigt hat. Also einfach mal auf YouTube, Amazon, Fan-Watchlist oder sowas erstellen, eingeben, Tutorial am besten noch dazu, Deutsch am besten noch dazu und dann findest du es schon. Achso, danke dir, jo, kein Thema. Also, was? Sammelbegriff. Wie Sammelbegriff? Homosexualität und nicht Pädophilie. Ja, ich rede ja auch nicht von Pädophilie, sondern. Lass dich jetzt mal bitte bleiben. Ich könnte mich darüber jetzt ein Jahrhundert lang aufregen und das will ich eigentlich vermeiden gerade. Also lass das jetzt bleiben. Crazy, Dankeschön. Wie findest du den. Deine. Was? Wie finde ich deine Watchlist? Die müsste eigentlich hier oben verlinkt sein. Die müsst ihr eigentlich, beziehungsweise ihr müsst auf, vielleicht müsst ihr auch einfach auf mein Logo oben klicken, da ist sie auf jeden Fall verlinkt. So, ihr sollt keine Links von mir posten, auch nicht von mir. So, tut mir leid, wollte nicht nerven. Ja. So Leute, ich würde jetzt den Stream an der Stelle aber mal beenden, weil ich muss leider noch ein bisschen Videos bearbeiten und hochladen und alles. Eine Frage für die Leute auf YouTube noch, auf YouNow noch, bevor ich aufhöre. Wie genau findet ihr jetzt den Stream, wenn ich nicht die Musik laufen lasse? Ist es jetzt lieber oder soll ich lieber die Musik laufen lassen oder wie ist euch das Stream lieber? Trotzdem gerade, dass ich heute frei habe. Sieht jeder eben anders. Bitte mach Musikwünsche. Mal so, mal so. Mit Musik natürlich. Okay. Finde mit Musik cooler. Beides toll. Hauptsache, du bist da. Dankeschön. Na gut. Manchmal eher reden, okay? Gut, dann weiß ich für die Zukunft mal Bescheid. Dann bedanke ich mich jetzt auf jeden Fall mal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten. Muss ich mich verarschen? Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Stream. Bis da. Alter, was ist denn das jetzt für eine Scheiße gerade? Hä? Für mich verarscht von dem Button. Wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein, bis dahin, euer Drache und ciao. Der blöde, kennst du mein Merch schon? Button geht nicht weg.